Das sind sie, die Mini Big Cheese Bomb nach Jägerart. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch gleich. So, kommen wir zu den Zutaten. Hier haben wir das Hackfleisch, 1 Kilo. Und zwar hier haben wir noch Butter. Hier ich finde von der Bavaria habe ich so Rib Rub gerät. Ich jetzt an den probieren mal. Ich habe den mit dem Finger mal probiert. Der ist richtig, richtig lecker. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er auf unserer Bacon-Bombe ist. Hier haben wir Salz und Pfeffer, Barbecue Sauce, Champignons, Schinkenwäppelchen, Zwiebeln. Knoblauch, geriebener Käse, Schmand und was ich so über alles liebe, der Bacon. Das erste, was wir jetzt machen, ist aber, und zwar wir nehmen die Champignons, ich habe gar keine Messer da, sehe ich gerade, dann muss ich schon mal schnappen und schneiden den Knopf raus, den brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier, schneiden sie einfach in den Beverager. Gut. Das mache ich jetzt bei alle gar und dann sehen wir uns gleich wieder. Der letzte auch noch. Zack. Gut, das hätten wir mal. Ja, das Ende brauchen wir nicht. Machen wir weg. Und nun nehmen wir die Zwiebeln. Die Zwiebeln machen wir auch in Würfel. Einmal. Ja, so ungefähr. So. Einmal. Gut, das heißt, die Zwiebel hätte man auch. Nun gehen wir hier, nehmen wir den Knoblauch. Gut, dann hätten wir das. Nun gehen wir hier, und zwar die Kühe haben schon vorgeheizt und wir dünsten jetzt erst einmal die Pilze, die Zwiebeln und die Schinkenwäppelchen an. Dann machen wir das gute Teil mal auf und dann holen wir wieder. Machen wir den drin und lassen den jetzt erst einmal schön vergehen. Gut. Jetzt nehmen wir die Zwiebeln. So. Die tun wir jetzt halt erstmal ganz kurz leicht andünsten. Dann nehmen wir die Champignons. Schön unerrieren. So, die lassen wir jetzt aber auch erst mal ein bisschen andünsten. Dann machen wir gleich weiter. Gut, die haben wir jetzt schön angedünstet. Und nun nehmen wir die Schinkenbällchen und machen die natürlich auch noch. Ja, ja. Und rühren die natürlich auch ohne. Die lassen wir jetzt auch schön andünsten. Gut, jetzt haben wir es ausgeschaltet. Jetzt lassen wir es schön abkühlen. Ich hole es aber jetzt noch runter. Und der Zeit, wo das abkühlt, gehen wir ans Hackfleisch. Schwuppdiwupp und schon sind wir wieder da. Und zwar ist das gemischtes Hackfleisch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Jetzt nehmen wir ein Ei, machen das da rein.
Dann nehmen wir den Rub von Bavaria und machen das so drüber. So, ich jetzt aber es reicht. Kann man immer noch ein bisschen nummern, sind wir ja gleich vermischen. Und das tun wir jetzt vermischen. So, jetzt sagen das ist gut. Nun muss ich Zeit machen. Jetzt gehen wir hier und nehmen ein bisschen Kräuter wie die Tennisball. Rollen wir das. Ja, so ist gut. Und nehmen wir das Glas und trinken das nie wieder hin und formen das. Schön außen hoch. Gut, jetzt versuchen wir natürlich den Sog. Und jetzt machen wir das recht. So, ich jetzt da. So sieht das gut aus. Dann machen wir jetzt gleich die rechte 4 auch noch und dann sehen wir weiter. Gut, da haben wir jetzt die 4 geile Teile. Jetzt haben wir unsere abgekühlte Füllung. Und da machen wir jetzt noch den Schmand dazu. Dann machen wir es dann hin. Und rühren das mit unten. Boah, Rieche tut schon mal gut. Jetzt tun wir das Ganze noch ein bisschen würzen mit Pfeffer und Salz. Das kann man dann nachher noch abschmecken. Aber so ungefähr wäre es mal hier. Pfeffer A. Gut, kann man ja mal kurz ein bisschen probieren. Nehmen wir gerade mal einen Löffel, mir redet sich mal die Lune. Ah, dann nehme ich das da. Boah, wie ist das geil. Probieren wir es gerade mal ein kleines bisschen. Hm. Fällt noch ein bisschen Salz. So, aber das passt jetzt. Gut, jetzt drehen wir das noch, oder? Oh, schmeckt aber so schon geil. Und nun befüllen wir unser Bacon Bomber. So, jetzt befüllen wir die schön. Die machen wir schön bis oben hin voll. Ja, noch ein bisschen. Machen wir jetzt auch bei alle 4. So, jetzt auch noch. Gut. Noch ein kleines bisschen mal drauf. So, passt. Nun gehen wir hin und holen den Bacon. Oh, Bacon. Und machen den schön außen rum. Gut. Gut. So, jetzt habe ich da auch noch. Zack. Geil. Na, jetzt haben wir da alle gar fertig. Und nun gehen wir hier und stellen wir auf den Grill. So, vorgeheizt habe ich ihn auch schon. Wir machen indirektes Grillen. Links und rechts habe ich ihn an. Und jetzt machen wir mal ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten
Und dann gucken wir, wie es aussieht und dann machen wir weiter. So, halb schon haben wir es drauf, steht da. Mal gucken wir rein. Hier sehen die mal richtig geil aus. Hier. Ich stehe jetzt an, jetzt gehen wir hin und lesen die. Packen wir es und machen das Shell komplett überall außenrum. Das machen wir jetzt bei alle Garn, dann hole ich euch wieder dazu. So. Letzte A noch. Gut, das haben wir. Mal. Den machen wir gerne. Und jetzt holen wir den geriebene Käse. Und machen den da oben drauf. Schön die drauf. Das machen wir jetzt aber alle vier. Gut, letzte A. So. Jetzt machen wir nochmal ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde und dann schauen wir uns die geile Teile mal an. So Freunde, 15 Minuten haben wir jetzt nochmal drauf. Jetzt gucken wir hin. Alter! Ich jetzt sagen, die sehen mega geil aus. Die holen wir jetzt runter und dann schneiden wir sie an. Rein sind die geile Teile. Die Zeit schneiden wir die mal an. Und zwar wie immer der klassische Mittelschnitt. Alter. Wow. Das ist geil. Ja, ohne den ich muss ich jetzt eins probieren, ist ja ganz klar. Boah, ist heiß. Verbrenne ich mir jetzt mal ganz schnell die Schnut. Oh, 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 Alter, das ist nicht geil. Oh yeah. Die sind verdammt geil. Mach sie immer mono, die sind wirklich hammergeil, das rentiert sich. Das Rezept dazu findet ihr auch in meiner Infobox. Und wenn ihr mal eine Idee habt, was ich mal noch machen soll oder so, dann schickt mir einfach eine Nachricht oder eine Mail und dann werde ich das mal noch machen. Weil wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Abo oder Like freuen. Euer Eierheim, das wird kein Barbecue.